Die Menschen sind immer in verschiedenen Lebenssituationen. Das heißt, irgendjemand, der jetzt gerade in einer Beziehung ist, sieht das Leben anders oder interessiert sich für andere Dinge als jemand, der gerade Single ist. Oder jemand, der in einem Job ist, in einem stressigen Job, der einem nicht gefällt, sieht das Leben anders als einer, der gerade in der Selbstfindungsphase ist und sich erstmal klar werden muss, was er eigentlich will. Und verschiedene Dinge sind für verschiedene Menschen wertvoll zu hören. Wenn jetzt zum Beispiel einer sich gerade um seine Freiheit kümmert, gerade unbeschwert, unabhängig sein will, und dann hat er einen Freund, der in der Beziehung vielleicht unglücklich ist, dann kann derjenige ihm viele Tipps geben und ihn wieder so auf diesen Pfad, auf diese Gedanken der Freiheit bringen. Und derjenige in der Beziehung kann den, der nach Freiheit strebt, so ein bisschen den Mehrwert von Beziehungen weitergeben oder das wieder ein bisschen in dem anderen wecken sozusagen. Das heißt, jeder gibt jedem ein bisschen etwas. Der eine ist im einen Extrem, der andere im anderen Extrem. Man sollte aber nicht seine Position als die einzig richtige und einzig wahre sehen, sondern sollte auch immer den Wert in dem, was der andere dir geben kann, weil der andere ist in einer anderen Lebenssituation und er kann dir eine andere Sichtweise geben. Und wenn du deine Sichtweise mit der Sichtweise von dem anderen kombinierst sozusagen, dann hast du viel mehr draus gewonnen und beharrst nicht so auf deiner Situation und öffnest dich auch für andere Menschen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.